Hi und... Warte. Geh mal nach unten. Nach oben? Ach, verdammt. Ich will drauf zeigen, dass man so das Gefühl hat, auch Augmented Reality, dass ich drauf hinweise und das steuere. Dann hätten wir es besser timen müssen. Ich weiß, das ist ja der Gag dahinter. Wir sind zurück, mal wieder im Duo. Let's learn to play. Wieso habe ich denn jetzt... Was denn? Drei Speicher. Ja, der eine ist ein automatischer Speicher, der gemacht wurde. Das ist Rita, ich bin Jens. Wir sind Let's Learn to Play und sie bringt sich Spielen bei. Jetzt geht's in Final Fantasy VII weiter. Ich bring mir das nicht bei. Sie hat schon 13 Stunden gespielt und dennoch bringt sie sich das jetzt erneut bei. Ihr werdet es sehen, die Steuerung wird sehr lustig. Der ganz oben. Genau, ich mache uns schon mal klein. Es war jetzt durch diese Covid-Zeit halt ein bisschen anstrengend mit Stream gemeinsam. Ja, und ich habe nach dem letzten Mal dummerweise gemerkt, dass wenn man da mehrere Wochen raus ist aus dem Ganzen, dann ist das sehr beschissen. Dann verlernt man sogar komplett also das Laufen mit Kamera. Ein Rollenspiel muss man tatsächlich am Stück machen, weil es vergeht auch einem die Lust tatsächlich, dass dann irgendwie weiter, weil man irgendwie, wenn man gerade vor allen Dingen an der Stelle ist, wo du viele Nebenquests machen, also wo du geschichtlich jetzt nicht so einen Sprung machst. Wo es gerade ein bisschen ruhiger wird und keine Und du Geschichte an der Stelle stockst und an der Stelle, also am Anfang dieser Nebenquest stoppst und du musst dann quasi, weißt genau, du hast jetzt 2-3 Stunden, wo du geschichtlich nicht weiterkommen wirst. Egal, was du machst, du wirst es nicht. Finde ich diesen Wiedereinstieg, ganz ehrlich, eine, so wie der innere Schweinehund beim Joggen, eine große Überwindung. Ich weiß nicht, ob es anderen da auch so geht, aber ich finde das furchtbar. Also als jemand, der man jetzt sollte natürlich den richtigen Knopf drücken, jetzt seht ihr es. Also jetzt sind es die hier unten, ne? Ja. Jetzt bringst du mich aus meinem Reden. Entschuldigung. Was ich sagen wollte, für jemand, der, das wäre mein allererstes Final Fantasy, was ich jemals überhaupt durchgespielt hätte. Da ich Ni No Kuni nicht komplett durchgespielt habe, weil mir immer noch das Ende fehlt, weil ich dafür aufleveln müsste, wäre es, wenn ich das durchspielen würde, auch das erste Rollenspiel, was ich alleine durchspielen würde. Bin ich da, als sei denn Kingdom Hearts zählst du dazu? Kingdom Hearts ist ein Rollenspiel. Ja, dann nicht. Eins und zwei habe ich ja durchgespielt und drei ja mit dir zusammen. Genau. Gut, dann wäre es nicht das Erste. Aber ich habe halt noch nicht so viele. Und ich finde halt, wenn man da nicht am Ball bleibt, geht man leicht verloren. Der Wiedereinstieg ist nicht so schön. Dann hast du aber das, was viele Spieler haben, dass die dann auch irgendwann nicht mehr wissen, wo war ich jetzt gerade? Ja, und was soll ich überhaupt machen? Also dazu kommt, jetzt schließt sich nämlich der Kreis. Was soll ich tun? Wohin muss ich gehen? Also grundlegend, wie ist der Weg? Musst du dich gerade nur irgendwie beschäftigen und ich glaube kleinere Sachen erledigen, damit du dann gleich wieder auf Iris triffst, die ja jetzt, um mal ein bisschen zusammenfassend zu agieren, die ist ja jetzt gerade in der Schule, die Blumen da dekorieren. Ja. Du solltest dich jetzt hier im Ort erstmal ein bisschen umgucken. Was ist mit dieser Kugel hier? Das ist ein Shop für Materia. Und ja, ich eigne es mir an, es nicht mehr Substanz zu nennen, auch wenn es in Final Fantasy 7.1 deutscher Version Substanz war. Und damit hatte ich damals kein Problem, weil damals war ich der englischen Sprache nicht so mächtig und war nicht so versnobbt, dass ich mir gesagt habe, ich muss das auf Englisch spielen, weil da ist die Übersetzung true. Du siehst ja den Zielbereich. Du kannst dich jetzt einfach in Ruhe ein bisschen umgucken, mal in den Shops stöpern. Könnte ich nicht in den Zielbereich erstmal hingehen? Also in den Shops war ich ja vorhin. Siehst du den Kreis um dich herum? Um das ganze Gebiet, so diesen, der so angeschnitten ist, das zeigt das. Das ist dieser Zielbereich. Das ist nur genau die Mitte davon. Das ist also, da ist kein To-Do, sondern du kannst dich halt umgucken. Du könntest zum Beispiel zu dem Waffenladen gehen, gucken, ob der noch irgendwas neuere oder bessere Waffen hat. Ich guck mal kurz, ob ich den Titel richtig gemacht habe. Den müsste ich aber. Ja. Passt alles. So. So. Guck mal, ich habe ihn nur mit Hilfe der Karte gefunden. Ich bin stolz auf dich. Also, willkommen! Wie ein Vater, der sieht, dass sein Kind den Schulabschluss bekommt. Das hier ist irgendwie eklig. Was ist daran eklig? Der
hältst nicht ein anderes Beispiel? Ich habe einen Vergleich für das Grad des Stolzseins angesprochen. Besitze ich alles? Ja, dann brauchst du es ja nicht. Da besitze ich nur das nicht. Ja, aber das ist jetzt nicht so notwendig. Und das hier nicht, aber das macht auch viel Minus. Hüpft während des Kampfes vollständig vor Zustand Gift. Ist jetzt für dich kein Problem. Oh, das macht aber dreimal Plus, guck mal. Ja, aber das hast du doch. Ja, aber du musst ja auch bedenken, das macht ja auch Minus bei den jeweiligen Charakteren. Ja, okay. Genügt das deinen Ansprüchen? Genügt das deinen Ansprüchen? Wir haben nichts bei dir gekauft, also such dir deine Antwort da selber raus. So, ja, am einfachsten wäre jetzt, wenn du sagst, du gehst zurück zu Iris. Was war denn das da mit dem Geldsäckchen? Der war doch da gerade. Was denn? Ich will da zu dem Geldsäckchen. Zu dem Säckchen, das ist ein Itemladen. Jetzt, genau. Ein Teil vom Erlös spende ich dem Helmchenhof. Ich finde das mit dem Loveless-Logo im Hintergrund sehr cool. Das ist dann aber was halt Nerds wissen. Beziehungsweise die anderen Spiele gespielt haben. Ist das zu wenig? Ja, du könntest bis 20 aufstocken. Es wäre aber jetzt nicht unbedingt notwendig. Du bist vom HP noch nicht so krass hoch. Das ist das. Benötigt. Okay. Und 10 Phönixfedern reichen auch vollkommen. Ja. Mach dir doch Gedanken darüber, wenn du dich wieder reingegroovt hast und weißt, wie deine Kampfstärke... Du hast gerade gesagt, ich soll zu den Shops gehen. Nein, ich habe gesagt, nur zum Rumgucken, falls du da irgendwas hast. Ich weiß zum Beispiel, dass dieser Waffenshop, aber ich glaube erst nach einer Aufgabe quasi ein Schwert. Ich sollte nicht einfach wortlos verschwinden. Mhm, hier ist mein Ende. Ja, zurück zu Aris. Der Job war echt spitzmäßig. Die lassen sich einschmelzen und neu verwenden. Die Gewürze. Aris ist ein gutes. Ich lasse sie selbst dann herausfinden. Hier ist nichts. Das ist halt nur dieser zentrierte Mittelpunkt dieses Areals, in dem du dich jetzt bewegen kannst. Den stellt das da. Du kannst natürlich hier noch rumgucken, hier gibt es auch Kisten teilweise versteckt, aber die findest du auch gleich, wenn du die Aufgaben machst. Was? Ah, die hast du schon. Siehst du, da ist die Kiste sogar schon. Die habe ich schon. Genau, auf den Song hast du bereits. Das haben wir letztes Mal alles schon gemacht. Genau. Stamp ist der Hund mit dem Militärhelm, dem du folgen musstest. Noch nicht fertig. Oh Gott, jetzt wüsste ich aber auch nicht, was ich jetzt tun soll. Danke. Ah, ich wüsste aber noch eine Ecke, wo wir noch hingehen können. Wobei ich nicht weiß, ob du da jetzt schon hin kannst. Ich will darauf klettern. Kommt nicht in Frage. Kann ich mit dir reden? Deswegen ja. Wenn ich das schaffe, werden mich alle anderen bewundern. Hä? Ich gehe besser wieder zurück. Jetzt. Du musst es nur Zeit totschlagen. Ach nee, guck mal auf der Karte. Wobei, hier ist, glaube ich, auch ein Item, eine Kiste. Ich habe das, dieser Bereich ist bei mir ja jetzt schon was länger her. Ich habe es aber selber noch nicht durchgespielt, weil ich so ein bisschen, dann ist es halt weg. So. Ich habe letztes Mal 7 Stunden oder so, oder 6 Stunden in der Arena mich durchgeprügelt, einfach ja, nur, weil ich das machen wollte. Und ganz ehrlich, wo ich das gehört habe, habe ich gemacht, okay, ich werde dieses Spiel einfach nicht zu Ende spielen. Nee, musst du ja nicht. Ich habe das freiwillig gemacht. Weil, da habe ich gedacht, wenn ich das brauche, um so ein Level zu haben, dass ich beim Endboss kein Problem habe, nee. Ich habe das nicht wegen dem Endboss gemacht. Ich weiß nicht, wie stark, ich gehe mal davon aus, dass ich ein bisschen stärker sein werde, als es das dann benötigt. Aber ich habe das ja gemacht, weil ich ja eine bestimmte Aufgabe von Chadley erledigen möchte. Ja. Und was passiert? Die ist aber nicht zwingend notwendig. Da, wo die Kinder spielen, gab es einen Zwischenfall. Ein Mann in schwarzen Klamotten hat uns Angst gemacht. 2 meiner Freunde sind weggelaufen. Ein Turk? Nein, sieht nicht so aus.
Der wohnt hier in den Slums. Hat immer so einen alten Umhang um. Ich glaube, er ist krank. Oh, und auf seinem Arm ist eine Nummer. Die armen Kinder. Ich sehe mir das mal an. Ich komme mit. Hab da so eine Vorahnung. Okay. Hier lang. Ja, dir fehlt jetzt die Information. Oder du hast es wahrscheinlich vergessen. Hm. Weißt du noch, in dem Apartment neben dir, wo auch Tifa war, mit diesem Typ. Alten Mann, der da rauskam und die Nummer auf dem Arm hatte? Das war der Hinweis. Du musst dem Jungen folgen. Ach, dem Jungen. Sonst hätte läuft er das... der aber komisch. Nein, der hat einen Grund, wie er läuft. Aber ich bleib dabei, auch wenn man jetzt, wenn man öfters hinguckt und das Spiel, klar, wir spielen es ja auch auf der normalen PlayStation 4, ne? Der kommt beim Rechnen nicht immer hinterher. Mhm. Ich finde es aber trotzdem ein sehr schönes Spiel. Die haben es gut getroffen, es ist ein bisschen kurz in meinen Augen, aber... Kurz? Ehrlich? Ja, du kannst zwischen 30 40 Stunden bist du durch. Erwachsene haben da eigentlich nichts zu suchen, aber ist ja ein Notfall. Jetzt hat sie gerade gesprochen wie so in einem Hörspiel, ne? Ja, Erwachsene haben hier noch mal nichts zu suchen, aber es ist ja ein Notfall. Mhm. Mugi! Da bist du ja! Ich habe Aerith mitgebracht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden euch helfen. Und was ist mit den Monstern? Das wird schon. Cloud ist nämlich unheimlich stark. Ich war mal bei Soldat. Wo ist der Mann hin? Keine Ahnung. War plötzlich weg. Die Kinder sind jetzt ja wohl wichtiger. Hier lang. Da ist noch eine Kiste. Hm. Blümchen. Du musst mir gleich nochmal sagen, was ich drücken muss, damit ich schneller rennen kann. R2. Ja, und genau das meinte ich. Den Kampfen lasse ich dich jetzt gleich erstmal machen. Hier sind sie rausgelaufen. Danach kann ich dir ein bisschen noch erklären, was vielleicht noch, was du vergessen hast. Also werde ich den auf jeden Fall quasi nicht beim ersten Mal. Nee, das ist unberechenbar. In dem Sinne, wir drehen am besten jeden Stein um. Ist gut. Beeilen wir uns. Los! Oh Gott. Genau. Da kümmere ich mich gleich. Ich bin bereit. Jetzt gibt's Dresche. Genug. Wie konnte ich nochmal anvisieren? R3. Was soll das? Los! Hast du schon. Du weißt, dass du Iris aber auch steuern kannst, ne? Ja. Also auch befehligen, obwohl du sie nicht spielst. Okay. Müssen wir uns heilen? Nein, no, nicht wirklich. Ich habe sogar das Minispiel, was es hier in der Ecke gibt. Bleib zurück! Um mal ein bisschen zu nebenbei zu erzählen, weil du kennst gerade nur, Rika war sich nicht ganz sicher, ob sie jetzt wirklich durchspielen wird oder nicht. Gute Arbeit! Wolltest jetzt erstmal gucken, wie jetzt die Session läuft. Wir wollten nochmal ungefähr 5 Stunden spielen. Maximal, also nicht heute, aber so ungefähr maximal. Dort drüben! Erregt keine Aufmerksamkeit. Und danach, deswegen frag dich wegen Heilen. Genau, und danach entscheidest du für dich, ob du das dann weiterspielst oder nicht. Oder ob wir uns ans nächste größere Projekt setzen wollen. Weil wir haben ja noch ein bisschen was. Nicht meine Schuld? Ja. Aber du würdest nicht sagen, das ist ein schlechtes Spiel, was dir nicht gefällt, sondern es ist halt... Für mich ist halt die, Noch eine Ratte. Ich hab mich nicht angegriffen, da war ich irritiert. Hier ist aber glaube ich noch nicht. Doch. Siehst du? Ich
Schwertsturm bewegt sich schnell zu allen Gegnern hin. Es ist vollbracht. Da kannst du noch kämpfen und dann würde ich dir heilen mal anraten. Ja. Tut mir leid, ich hab's eilig. Und diese Igelfloh-Dinger, die sind empfindlich gegen Eis-Attacken. Also, Aerith müsste Eis-Attacken dabei haben. Dann kannst du dich quasi. Ja, es geht mir gerade eher darum, dass ich mich trainiere. Das, ja. Also, dass das den Kisten zu zerstören. Ja, ja, dass du Überblick bekommst. Ich sag's ja nur. Ich weiß, dass es geht, aber ich hab das jetzt quasi absichtlich nicht gemacht, einfach nur damit ich reinkomme. Guck mal deine HP. Ja. Da könntest du aber, Aerith, wenn du jetzt ihre Zauber nicht benutzt, kannst du ihr Vita jetzt benutzen. Nee, das brauche ich ja nachher wahrscheinlich im Großen. Deswegen. Aber willst du jetzt im großen Kampf dich dann mit Aerith auseinandersetzen als Figur? Nee, ich weiß, das ist einfach Dings, und dann mich dann nur rüber, kann ich ihr auch so befehligen. Ich muss sie dann nicht steuern. Ja, ich sag's dir nur. Ich versuche nur vorausschauend zu arbeiten, damit du am Ende nicht wieder wütend wirst. Ich werde eh immer wütend. Das ist mein Geheimnis. I'm always angry. Ja. Wie weise, wie weise. Aber es nicht heilen? Ach so. Reicht ja ein Heiltrank oder so. Nee, das reicht nicht. Ich hab grad schon. Ja, aber. Sie hat ja nur 1888. Ja, okay. Du hast 1000 mehr. Das sind. Igelfloh. Ich würde die ganze Zeit Igelquappe sagen, weil die in FF9 halt Igelquappen hießen. Ja, da. Ich will mich anschleichen. Menschens. Menschens. Kann ich mich schon. Aerith! Hey, Aerith! Keine Angst! Den werde ich nämlich nicht. Doch. Doch, den hast du, den halt. Bist du dem schon mal begegnet? Gegen Blitz? Auf Nummer sicher. Okay, aber ich habe, glaube ich, keinen Blitz, oder? Das war Barret. Barret hast du Blitz angelegt, genau. Ja. Rein theoretisch könntest du jetzt Barret Blitz wegnehmen und es Iris geben, wenn sie Platz hätte. Nee, da kann ich noch nichts. Nee, weil die auch gerade gemacht hat, also dieses Zeichen mit dem Sprechen, das heißt, dass die gerade verstummt wurde und dadurch keine Zauber sprechen kann. Genau. Für mich ist schon das falsche Wording. Mit Offensivhaltung treibst du den Schock nach oben, ne? Genug. Der ist doch tot. Der ist? Den hast du gerade getötet. So, sind nee, noch ein paar Igelflöhe da. Was ist denn Substriel? Subspirit. Steht auch unten drunter. Er zieht dem Gegner MP. Verstärkt Wirkung bei Gegnern im Schockzustand. Heiliger Kreis ist was sehr cooles. Damit macht sie einen Kreis und jeder, der in diesem Kreis einen Zauber spricht, spricht ihn doppelt, aber für die einfachen normalen Kosten. Und Gebet ist eine Heilungsvariante, aber dazu brauchst du beide ATB-Balken. Warum komme ich denn jetzt bei Fertig? Achso, ich muss Magie machen, um dann bei ihr Magie auch zu machen. Ne, du kannst jetzt doch einfach, du kannst ja eh zwischen beiden hin und her wechseln. Los! Kein Problem. Bleib weg! Jetzt wäre zum Beispiel der Punkt, wenn du Magiekreis machen würdest. Und sie dann in dem Kreis Eis zaubert, zaubert sie den zweimal. Eine ganz coole Mechanik. Heile Klaus. Ja, nicht schlapp machen. Alles im Griff. Das kann ich mal im Chat sagen. Ich habe, oder wir haben in der letzten Zeit Final Space geguckt. Der Entwickler hier kennt sich nicht mehr. Und da gibt es eine Figur, die hat heilen. Den besten Namen überhaupt. Das ist Kevin. Und das ist ein Geisteskrankheitsvermeidungskumpel.
oder im Englischen Deep Space Insanity Avoidance Companion. Ich sag immer liebevoll, Geisteskrankenvermeidungsgefährt. Du musst, glaub ich, heilen, du kannst aber auch das alte Limit anwenden. Du hast jetzt auch stumm bekommen. Alles im Griff. Jetzt Limit. Was soll das? Bitte hätte es auch den gemacht, der so fast tot ist. Cloud heilen. Cloud beleben. Ja, das ging jetzt so schnell mit diesem weil ich da nicht rauskam aus dieser Scheiß-Ecke. Und auf O kannst du rollen, ne? Na? Auf O kannst du ausweichen. So, Gegenstände. Jetzt Phönixfeder. Haben wir gleich. Jetzt. So, und jetzt nochmal. Wie komme ich jetzt nochmal rüber? Mit dem Steuerkreuz. Wechsel! Das kann ich Phönix einsetzen. Also das ist das, was mich jedes Mal ankreuzt. Das kann mach mal zur Seite. Nein, Entschuldigung. Jetzt kannst du aber Iris heilen oder so. Ich konnte gerade gar nichts machen, Schatz. Ich konnte keinen Gegenstand anrufen, nichts. Oh. Beweg dich erstmal und weich einfach aus. Die Leiste füllt sich nämlich auch automatisch ein bisschen. Nur nicht so schnell, als wenn du angreifen würdest. Dann halt erstmal Abstand. Jetzt könntest du Cloud heilen. Und weiterlaufen. Einfach weiter weglaufen. Weil die konzentrieren sich, wenn du sie steuerst, auf sie. Und dann kann Cloud währenddessen ein bisschen kämpfen. Nicht in die roten Dinger rennen. Jetzt könntest du die Beschwörung starten. Dann hast du noch einen Gehilfen. Und dann gleich mal Cloud heilen, der Magie, wenn du wieder in die Beine kommst. Kannst du überleben? Lauf weg. Beweg dich einfach. Das ist das, was mich nervt. Ich weiß. Das ist echt so furchtbar. So, jetzt kannst du Gegenstände verwenden. Es kann doch nicht sein, ich mit Cloud jetzt nichts machen konnte. So, lauf weg. Du kannst von hier aus angreifen, ne? Zaubert jetzt. Entfernungsattacken. Ja, das ist jetzt aber jetzt, nachdem ich das jetzt nicht geübt habe, jetzt gerade vielleicht ein dämliches Zeitpunkt. Und jetzt drauf kugeln. Und weggehen. Weggehen. Der explodiert. Er geht nicht! Warum geht er nicht? Weiß ich wollte sagen, der explodiert. Boah! hast du das gesehen? Er hat sein scheiß Schwert in Ruhe weggeschickt und ist nicht gegangen. Furchtbar, gibt's hier in der Nähe eine Bank? Ach so, ja, du musst jetzt nichts mehr groß tun. Du kommst wieder zu den Kindern zurück. Meine Fresse. Oh, warte, ich muss was sagen. Warte! Pass auf! Hier ist alles total bröckelig. Bestimmt wegen der Reaktorexplosion. Ich gehe. Kommt. Danke. Du bist echt cool. Also, gehen wir zurück? Da die Kinder dabei sind, passiert jetzt sowieso nichts. Na, das heißt ja nichts. Es gibt ja auch Arschloch-Spiele, wo die Kinder vor deinen Augen erschossen werden. The Last of Us.
gerade? Hast du... Natürlich, da war der Anfang, wo einfach jeder heult. Ach so, ja, stimmt, ja, Entschuldigung. Sag mal, Cloud, ernsthaft? Eins der nächsten Projekte wird auf jeden Fall wahrscheinlich God of War für Rika. Das wird... Oh. Was passiert denn? Das hab ich komplett vergessen. Geh weg, geh weg, geh mal weg. Und heile dich. Ich hab doch gefragt, muss ich mich heilen? Nee, hier passiert nichts, Arschloch. Ich hab's vergessen. Nee, das hast du ab. Nein, das hab ich wirklich vergessen. Mein Einsatz. Keine Chance. Perfekt, weiter. Gut gehandelt. Ja, tut mir leid, den habe ich aber wirklich vergessen. Das war keine Absicht. Ich meinte, hier ist auch ihn eher. Ja, du könntest, wenn du sicher gehen willst, heilen, aber eigentlich dürfte nichts passieren. Aber ich habe ja eben schon. Auch im Krieg? Streng geheim. Würde ich dann für Iris auch anwenden. Wobei ihre Magie sogar stärker ist, sie heilt mehr. Aber sie hat keinen Vitra. Doch. Vorhin stand nur Eis bei Magie. Dann hast du es ihr noch nicht gegeben. Dann musst du, dann kannst du ja gleich mal gucken, ob man sie ausrüsten kann. Wie gesagt, bei mir hat die das halt immer. Und du warst noch nicht da oben. Dann gehen wir doch jetzt. Lästig. Es kommt nichts, weißt du? Ich hab doch gesagt, es ist lange her. Ein paar Tage, Schatz. Ein paar Wochen. Hochmut kommt vor dem Fall. Das kann man aber nicht so einfach. Stimmt's, Cloud? Ist das hier richtig, dass ich es... Das ist ein Seitengang. Die Kinder haben dich echt gern. Das war echt toll! Ja, richtig, klasse. Warum ist es hier so komisch rot? Weil du, weil Aris mit ihrer HP im roten Bereich ist, dann signalisiert dir das Spiel das. Hä? Du machst das viel zu langsam. Schwusch, schwusch. Dann halt wusch. Und dann schwusch. Nein, erst schwusch, dann wusch. Nicht wahr, Cloud? Stimmt's, Cloud? Ich fand diesen Dialog sehr süß. Weil die ganze Zeit, wie macht das Schwert? Wusch. Was denn? Ich will mich vordrängen. Iris lässt mich nicht. Das ist nicht Iris, das ist Aris. Iris. Wird nicht mit I geschrieben. Ist nicht der Song von den Goo Goo Dolls? Nicht. Also, du bist relativ unhöflich, ne? Dass sie dir noch keine gelangt hat dafür, dass du sie so bedrängst jedes Mal und wegschubst. Das ist so, das ist das, was du in der Großstadt, wenn du durch die Stadt läufst, nicht leiden kannst. Dass die Leute dich immer anrempeln. Ich kann nicht überholen, es ist zum Kotzen. Komm hierher! Tifa, warte doch! Tifa! Tifa! Tifa? Tifa? Was ist los? Nichts. Tifa, ist das etwa deine Freundin? Nein. Jetzt bist du wieder sauer. Bin ich nicht. Ist nur... Ach, ist schwer zu erklären. Doch, sie ist seine Freundin. Das ist eine Kindertagsfreundin. Ich weiß nicht, was daran so schwer zu erklären ist. Er findet mich niemals. Wieso die denn doch, die sind doch zusammen? Nee. Bestimmt. Danke. Wenn wieder einmal so etwas passiert, dann sagt sofort einem Erwachsenen Bescheid, hört ihr? Auch okay, da nicht wirklich. Hier, weil ihr uns geholfen habt. Ihr beide dürft ab jetzt in unser Versteck. Obwohl ihr Erwachsene seid. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Weißt du, was ich dreh dich mal einmal um. Die Kinder haben sich jetzt, ne, einmal noch ganz hinter dir, Schwerter gebastelt. Guck mal. Sie hatten eine Inspiration. Clouds erstes Schwert. Aber, warte. Wir sind jetzt bei
Ja, das passt schon. Wir können jetzt, passt gerade ganz gut. So, die erste Folge der neuen Session ist durch. Nein. Lass ihn doch so da stehen. Nein! Ja, drück alles. Okay, das musstet ihr jetzt unbedingt sehen, das war ganz wichtig. Jetzt. Warum auch immer. Ja, schaffst du es jetzt? Ja, komm. Ja. Stört die Abendmoderation weiter? Okay. Dann mach doch! Abendmoderation. Genau, in der nächsten Folge geht es dann weiter und dann sehen wir uns an, wie Iris und Cloud sich weiter durch diesen Slum von Sektor 5 prügeln. Bis denne. Tschüss.